Hallo, diesmal möchte ich mit euch anschauen, wie man im Internet ältere Versionen einer Seite finden kann. Die erste Möglichkeit ist, dass ich einfach den Google Cache befrage. Wir sehen jetzt hier an News, Weitern, Lustmord, das Euroblast Festival und so weiter. Wenn wir hier diese Domain jetzt in Google eingeben, dann finden wir natürlich diese Domain. Aber wir finden auch hier so einen kleinen Pfeil und dann heißt es hier im Cache. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie die Webseite ausgesehen hat, als Google sie zum letzten Mal gesichert hat. Das war am 6. Februar, also gestern. Und wir sehen, es hat eine Veränderung gegeben, dass hier eben Weitern dazugekommen ist. Eine weitere Möglichkeit, noch weiter zurückzugehen, ist die Wayback Machine. Auch hier kann ich eine Domain eingeben und dann sehe ich, dass die Wayback Machine ziemlich viele Sicherungen von dieser Webseite enthält und ich kann hier zum Beispiel einfach ins Jahr 2010 zurückgehen und mir anschauen, wie die am 5. Januar 2010 ausgesehen hat. Leider ist archive.org jetzt nicht die schnellste Seite, das dauert immer ein bisschen. Und wenn die Seiten komisches JavaScript oder so hatten, dann kann das auch noch ganz anders ausgesehen haben. Aber wir sehen hier, so sah diese Webseite damals aus. Und das kann natürlich sehr interessant sein, dass ich einfach mal schaue, wie hat eine Webseite früher ausgesehen. Vielleicht hat man da noch Informationen veröffentlicht, die man inzwischen gelöscht hat. Um das Ganze für sich wesentlich einfacher zu machen, gibt es ein Add-on, den die Web Archives von Armin Sebastian. Der ganze Spaß schaut so aus, dass ich hier oben dann diesen lila Kasten kriege. Und dann kann ich nicht nur die Wayback Machine, also archive.org, sondern auch die Caches von Google, Bing, Yandex und so weiter mir angucken. Und ich erhalte auch im Rechtsklickmenü einen Eintrag, nämlich diesen hier. Ja, so Add-ons zu installieren ist ja kein großes Problem. Zu Firefox hinzufügen. Hinzufügen. Und wenn ich möchte, dass sie auch in privaten Fenstern erlaubt werden, dann muss ich dieses Häkchen setzen. Und jetzt habe ich hier eben diese Möglichkeiten und kann praktisch von der Seite direkt aus mir den Bing Cache angucken. Okay. Hat in dem Fall nicht geklappt. Bing. Von wem war das nochmal? Okay, aber ihr versteht schon das Prinzip. Machen wir den Google Cache. Da wissen wir, dass er geklappt hat und wir sehen, hier wird mir die Sicherung angezeigt. Ja, sehr nützlich auch, wenn es eine Webseite nicht mehr gibt, also wenn die komplette Webseite weg ist, weil dann kann ich halt bei archive.org vielleicht tatsächlich noch sehen, worüber diese Webseite mal gehandelt hat. Ja, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.